Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneid euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Royce. Dass er mal gebufft wird, passiert ja gefühlt nur an Freitag, dem 13. bei Vollmond. Dennoch hat sich dieser Buff wirklich mehr als bemerkbar gemacht. Mit etwa 0,7% Winrate-Zuwachs ist er einer der größten Gewinner des Patches. In vielen Elo-Bereichen hat er mittlerweile die 52% Winrate-Marke geknackt. Für Ryze ist das fast beängstigend, wenn man bedenkt, dass er für fast alle Ewigkeit in etwa 46% Winrate hatte. Vega V2, der bekannte LoL-Experte, spammt ihn momentan in der Solo-Queue wie die absolute Hölle und hat mittlerweile fast 500 LP mit 66% Winrate erreicht. Bevor wir zum Abfall einmal der Woche kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Passend zur Frage der letzten Woche, welcher Champion hat eurer Meinung nach die freundlichsten und nettesten Mains? Schreibt euren Pick unbedingt in die Kommentare. Zeit für den Abfalleimer der Woche. Azir war ja schon immer außerhalb der Pro-Player-Szene ziemlicher Müll. Nach den Nerfs im letzten Patch ist er nun eindeutig in der Abfalltonne eingesperrt. Der Champion ist aus meiner Sicht für die Solo-Queue ernsthaft einfach komplett tot. Keine 47% Winrate hat er mittlerweile in Emerald Plus und im Low-Elo-Bereich ist er noch einmal deutlich schlechter. Springen wir schnell zum Nope der Woche und dort zu Draven. Draven ist ja bereits seit langem einer der meistgehassten LoL-Champions aller Zeiten, vielleicht auch aufgrund der Playerbase. Draven-Spieler sind, sagen wir mal, speziell. Er hatte in Patch 14.8 einen kleinen Buff bekommen, mit dem seine Bunrate erstmal direkt explodiert ist. Seine Winrate ist mit dem Buff natürlich wie immer erstmal runtergegangen, weil die neuen Leute ihn natürlich nicht spielen können und Draven bekanntlich alles als einfach ist. Dravens Frustfaktor ist ehrlicherweise, glaube ich, kaum zu überbieten, weshalb ich nicht davon überrascht bin, dass seine Bunrate nun so nach oben geschnellt ist. Fliegen wir jedoch direkt zum Broken Pick der Woche und dort wieder einmal zu Gragas Toplane. Er hatte ja in Patch 14.6 bereits kleine Toplane-Nerfs bekommen, die haben jedoch offensichtlich nicht ausgereicht. Vor 2 Monaten gab es bereits einen Reddit-Frontpage-Post darüber, in dem man sich einfach beschwert hat, dass dieser Champ so absolut geisteskrank auf der Toplane sei. Gestern war wieder einer auf der Frontpage. Und wenn man mich fragt, völlig zu Recht, er ist statistisch betrachtet einer der Top 3 Toplaner und vor allem Diamond Plus ist seine Winrate absolut geisteskrank. Der Champ ist weiterhin ein 4-Rollen-Flex und hat so gut wie gar keine Hardcounter-Matchups. Außer Yorick zerstört er wirklich jeden Melee-Toplaner absolut gnadenlos. Gegen ihn zu spielen macht halt einfach wirklich 0,0 Spaß. WEQ Auto into Face Rush und du verlierst 30% Leben und hast exakt 0,0 Counterplay. Ab zum Item der Woche und dort zu den Swifties. Nein, ich meine natürlich nicht die feine Dame, die mit dem Privatjet zum ID fliegt, sondern die Boots of Swiftness. Seit Ewigkeiten bin ich jemand, der diese Boots jedem empfiehlt. Die Swifties sind statistisch betrachtet die besten Boots im gesamten Spiel und das mit riesigem Abstand. Wenn ihr unter Master seid und überlegt, Boots of Mobility zu kaufen, lasst es bitte einfach. Kauft lieber die Swifties. Sie sind mit 900 Gold ehrlicherweise viel zu billig, dafür, dass sie 15 zusätzliche Movement Speed geben und eine richtig saftige Passive haben. Der Vorteil, ihr habt immer super viel Movement Speed und verreckt nicht einfach, weil ihr praktisch eine Schnecke seid, nachdem ihr einmal von Damage auch nur angehustet wurdet, wie das bei den Moods of Mobility nun mal der Fall ist. Die Slow Resist Passive ist dazu hart underrated. In Comps, die vor allem Slows haben, sind diese Boots ein absoluter Gamechanger. Zeit für den Fail der Woche, da hat sich Riot mal wieder selbst die Medaille verliehen. Der ein oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen, aber Riot hatte letzte Woche einen Dev-Blog veröffentlicht, in dem sie sich zur Thematik der Skripter und Bots in LoL geäußert hatten. Dort haben sie zum ersten Mal auch klar ausgepackt, was für ein riesiges Problem Skripter in LoL wirklich sind. Zeitweise waren in Grandmaster in bis zu 15% aller Spiele Skripter involviert, in Master Tier waren es teils 10% und mehr und das über viele, viele Monate hinweg. Dass man nun Vanguard rausbringt und das Problem damit hoffentlich ein Ende nimmt, ist ja schön. Aber wie kann man es bitte okay finden, dass über viele, viele Monate und wahrscheinlich eher sogar Jahre nahezu jedes 10. League of Legends Spiel einen Skript hat und man so lange nichts dagegen unternimmt? Seien wir ehrlich, das ist ein harter Fail. Ab zum Trick der Woche und dort zu einer neuen Ranged-Toplane-Taktik. Die englische Challenger-Legende Kerberos, der wohl gleichzeitig LoLs bester Erfinder für absurde Builds ist und auch schon den Tank-Toplane Varus erfunden hatte, den wir dann sogar in der LEC und ACK gesehen haben, hat erneut einen Ranged-Tank-Top-Build erfunden
Und ich sag euch eins, ich habe das Ganze natürlich direkt in mehreren Spielen selbst ausprobiert und es ist wirklich absurd gut. Er selbst ist damit in einem Monat über 500 LP geclimbt. Im Prinzip spielt ihr einen Ranged Toplaner mit Double Health Scaling Rune und Overgrowth. Ihr baut immer Krakenslayer, Ragebait und Phantom Dancer, als auch Swifties, gegebenenfalls manchmal auch Belated Steel Caps und baut danach extrem viele Movement Speed Items, wie zum Beispiel Warmox oder Highbreaker. Ihr habt durch die Kraken-Slay-Changes mit Rageblade zusammen absurd viel Damage und habt so viel Movement Speed und Tankiness, dass ihr auch mit dem größten Patzer alles überlebt, wenn Gegner überhaupt grundsätzlich an euch rankommen. Kommen wir damit zur letzten Rubrik, und zwar, was macht eigentlich Riot? Die dritte Arena-Iteration kommt nun wirklich, wie bereits vermutet, am 1.5. und damit mit Patch 14.9 auf die Live-Server. Wenn ihr nicht abwarten wollt, dann ab auf den PBE. Dort ist der Modus schon verfügbar, allerdings mit irgendwo zwischen 160 und 200 Ping. 2 Wochen lang gibt es mit Patch 14.9 eine Preseason für den Modus. In dieser Zeit wird es auch kein Ranked Arena geben. Am 15.05. mit Patch 14.10 startet dann die Arena Ranked Season. Riot hat wirklich unfassbar viele Änderungen vorgenommen. 8 Zweierteams, Prismatic Items, die Build-Defining sind, eine Anvil-Mechanik, mit der ihr günstig an Items kommen könnt, dazu Map-Updates, Augment-Updates, neue Cameos und noch viel mehr. Ihr habt Bock, euer Arena-Können unter Beweis zu stellen? Dann meldet euch direkt für unser großes Arena-Turnier mit wirklich saftigen Preisen an. Das Ganze startet direkt am 18.05. mit einem Qualifier. Jeder kann teilnehmen und nun bekommen sogar die ersten 100 Anmeldungen bei erfolgreicher Teilnahme eine Hextech Chess Plus Key. Die Plätze sind limitiert, meldet euch also schnell an. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal. Denn vergesst nicht, nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.